Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Nicen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, der Lebenssimulator sozusagen. Das ist mittlerweile die dritte Folge. Ich war schlafen gewesen. Wir haben 4 Uhr und ich würde sagen, wir haben heute Großes vor. Aber als allererstes müssen wir erstmal was essen. Das heißt, wir schmeißen uns in die Mikrowelle hier erstmal so ein schönes Gericht rein. Wir brauchen nämlich unbedingt was zu essen. Wir müssen mal schnell durchgehen, noch eine Kleinigkeit trinken. Und dann müssen wir auf jeden Fall als allererstes zur Tankstelle uns ein bisschen was einkaufen. Gefrorenes Hauptgericht. Ein Schweißtreiben kommt aus fetten, hormongespritzten Hühnerfleisch in einer übergroßen Portion braunen Reis. Alles gedrängt in einer proprietären MS... Ich esse es einfach. Nicht drüber nachdenken, Leute. Einfach essen. So. Okay, dann trinken wir noch einen Schluck Wasser. Dann gehen wir schnell durch und gehen einmal auf Toilette. Und dann habe ich heute ein bisschen was vor mit euch. Ich möchte nämlich einmal zur Tankstelle fahren, ein paar Lebensmittel einkaufen. Dann möchte ich heute einen Shop mieten. Einen Shop mieten, bei dem wir unsere eigenen Produkte verkaufen können. Und wir werden wieder eine Runde als Pizzabäcker, denke ich, heute aktiv sein. Gut, jetzt sind wir aber erstmal soweit ausgerüstet. Wir haben was, wir haben Kippen dabei, wir haben Kürbisspray dabei. Ja, wunderbar. So, dann würde ich sagen, raus da. Rein ins Getümmel. Der frühe Vogel fängt den Wurm. 4 Uhr fangen wir an mit unserem Tagesbeginn hier. So. In der ganzen Stadt gibt es mehr Autos, rein Verzeihung, schwer, Supersportwagen. Gibt es Verzeihung, eine Frage? Ja, okay, super. Gut, was wir jetzt machen können, ist, wir gehen als allererstes, warte mal, Megaporn, da gab es, glaube ich, nichts zu essen, wenn mich nicht alles täuscht. Moment. Sieht auch wohl wirklich wunderschön aus, der Laden. Nein, hier gab es nichts zu essen, da muss ich leider wieder gehen, mein Bester. Und wir fahren einmal zur Tankstelle. Hm, wo ist unser Auto? Wow! Wo ist unser Auto? Warte mal, steht das noch hier hinten in der Gasse, wo wir den Anhänger abgeliefert haben? Ja, natürlich. So, den Shop werden wir uns heute einmal mieten und werden unsere eigenen Produkte verkaufen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Jetzt geht's aber erstmal los. Sorry. Oh, warte mal, die Lücke wird eng, glaube ich. So, Vorsicht! Vorsicht! Menschenskinder, die laufen aber. Warum sind denn die alle schon wach um die Uhrzeit hier? Das darf doch nicht wahr sein. So, einmal zur Tankstelle. Oh, ich glaube, das ist ein bisschen laut, oder? So. Gut. Hier hinten müsste irgendwo die Tanke kommen. Genau. Perfekt. 1,75 Euro der Sprit. Oh. Ja! Nein, ich möchte nicht tanken. Wir haben noch Kraftstoff drin. Aber ich bin hier. Oh nein, wir haben unser Auto kaputt gemacht. Verdammt. Na okay, da könnten wir es waschen. Es wird aber wahrscheinlich auch nicht viel bringen. Oh, wir müssen besser auf unser Auto aufpassen, Leute. So, pump. Pump it up. Hast du ein paar schöne Produkte für mich? Pass auf. Ich würde mal kaufen, wir nehmen mal so einen Riegel mit. Warte mal hier, der sieht lecker aus. Den einmal. Dann würde ich mal hier noch so ein Gericht kaufen. Und ein bisschen Sushi. Was bringt das? Hunger 40? Hunger 100? Oh mein Gott. Was kostet das auch? 5 Dollar. Hunger 100. Dafür brauchen wir aber jeweils immer eine Mikrowelle. So, Tabakko brauchen wir nicht. Getränke würde ich mal noch 2, 3 Sachen mitnehmen. Das bringt 20... Oh, guck mal hier, so ein Shake bringt 50 Hunger, 50 durch. Durst. Ist natürlich auch eine feine Sache. Und dann nehmen wir uns einfach mal noch so ein Döschen hier mit. So. Okay. Lotterie. 5. Ey, weißt du was? Komm, 1, 2, 3, 4. Komm, ich kaufe hier nochmal 4 Lose. Ich will mir nochmal 4 Lose kaufen. Mal gucken, vielleicht gewinnen wir heute. Was haben wir gewonnen? Ein Dollar nur? 1 Dollar, 5 Dollar, 10 Dollar, 25, 50 Dollar. Okay. Komm, nochmal rein in die Lose hier. Oh. Ich kann euch sagen, ey, das ist kein gutes Gefühl. Ach komm, ey. Seht ihr, deswegen kauft man so einen Scheiß nicht, so eine Lose hier. Ja, 20 Dollar ausgegeben, 1 Dollar gewonnen. Schönen Dank für nichts an der Stelle. Ich würde sagen, wir investieren unser Geld dann doch lieber. Achso, warte mal. Wir können einmal ganz kurz noch den Shop, einen Job annehmen als Pizzabäcker. Übrigens am 29.04. soll das Ganze rauskommen. Von 11 bis 15. Warte mal, das kriegt man hin. Von 11 bis 15. Dann können wir erstmal noch schnell. Warte mal, wie spät haben wir es? 6.13 Uhr. Das heißt, wir haben noch 5 Stunden.
Dann würde ich sagen, fahren wir mal ganz schnell unsere Sachen einkaufen. Bringen die einmal in den Shop von 11 bis 15, können wir dann einmal Pizza backen. Da können wir uns noch ein paar Euro dazu verdienen. Wir brauchen 50 Euro für den Shop für einen Tag Miete. Und wir müssen verschiedene Produkte kaufen. Wir können Videospiele kaufen, wir können Elektronikartikel kaufen. Wir können hochwertigere Elektronikartikel kaufen und so weiter und so fort. Das wird auf jeden Fall eine interessante Sache. Und ich glaube, das ist auch das, womit wir am Ende Geld verdienen können. Ansonsten habe ich mir noch überlegt, könnten wir eventuell einmal unser Apartment vermieten. Wir könnten unser Apartment, was wir haben, vermieten für ein paar Euro am Tag und könnten sozusagen in der Obdachlosenunterkunft schlafen. Warte mal, was war das denn hier? Ich glaube, das... Warte mal, was war das denn? Achso, das war Tuning Shop für das Auto, glaube ich. Genau, und da oben ist das Lager. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wenn das Ganze hier am 29. erscheinen soll. Erstens schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auf jeden Fall mehr sehen wollt und was alles noch Schönes Neues dazukommt. Also das wird, glaube ich, eine ziemlich spannende Sache werden. So, Videogames haben wir. Dann haben wir hier so eine Toaster, Kaffeemaschine, Entsafter, ein bisschen hochwertige Artikel. Und dann haben wir natürlich noch Electronics-Sachen. Die sind dann noch teurer, da kostet ein Paket 600 Dollar. Ich würde sagen, wir starten mal mit Videogames rein und kaufen uns ein Actionspiel, ein Abenteuerspiel, ein Rennspiel. Kaufen uns noch eins. Ich glaube, die drei reichen erstmal. Guck mal, da haben wir hier drei Kisten hinten auf unserem kleinen SUV und werden, oder auf unserem kleinen Pickup, und fahren die erstmal zu unserem Shop. Wichtig ist, dass wir den Shop jetzt aber auch erstmal mieten. Vorher können wir die Sachen nämlich nicht ausladen. Und dass wir dann den Shop einmal einrichten, das müssen wir nämlich auch noch machen und einen Mitarbeiter sozusagen auch beschäftigen. Ich glaube, der Shop ist tatsächlich die beste und legalste Sache, wo man hier Geld verdienen kann. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Wir können natürlich auch nochmal bei Austin vorbeischauen, ob der eventuell, warte mal, ich muss einmal hier hinter bitte, ob Austin vielleicht noch einen anderen Job für uns hat, wo wir uns ein bisschen was verdienen können. So, dann halten wir hier erstmal an, gehen einmal ans Handy und schauen mal bei Properties. Genau, das ist der Store. Den können wir jetzt für 50 am Tag mieten. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall mal 3 Tage. Ab geht die wilde Fahrt und dann können wir einmal hier in die Lagerzone rein und können die Waren entladen. So, schauen wir doch mal rein. Subi, das ist unser Shop. Hier haben wir noch eine kleine Toilette übrigens für unsere Mitarbeiter. Hier haben wir ein bisschen Laptop. Hier können wir aber aktuell noch nichts weiter groß machen. Hier ist die Ladezone. Und hier sind sozusagen die ersten Games schon im Laden angekommen. Das sind die Sachen, die wir jetzt gekauft haben. Was wir jetzt machen können mit der Taste R ist, können wir einmal unser Einzelhandelsmenü öffnen. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach McManus Store, nennen wir den einfach, für die allgemeinen Sachen, weil wir wollen ja nicht nur Videospiele verkaufen. Wir wollen um 10 aufmachen, 19 Uhr wieder schließen, das ist, glaube ich, ganz gut. Actionspiele, da werden wir mit dem Preis erstmal... Komm, wir gehen mit dem Preis mal noch ein bisschen hoch auf 40. Dann können wir Artikel reduzieren. Wir machen es mal wie im normalen Supermarkt. Wir gehen auf 45 und machen einfach mal 10% Rabatt auf Actionspiele. Also wir machen sie teurer, um sie dann zu rabattieren, weil die Leute dann einfach ein gutes Gefühl haben. Und wir könnten eine Werbekampagne starten. Das können wir auch mal direkt machen für einen Tag. Achso, Laden öffnen, starten Werbekampagne. So, und dann sollte das eigentlich jetzt hier funktionieren. Okay, wir haben nur noch 69 Dollar. Haben wir gut kalkuliert auf jeden Fall. Und wir müssen noch... Oh, wann müssen wir die Arbeit anfangen? Um 10, oder? Ich glaube, um 10 müssen wir die Arbeit anfangen. Dann wartet mal ganz kurz. Wann macht der Shop auf? Auch um 10. Nee, um 11 müssen wir die Arbeit anfangen und um 10 macht der Shop auf. Oh ja, das war knapp. So, wartet mal. Dann fahren wir das gute Stück erstmal wieder hier rüber auf unserem Parkplatz. Und ich würde sagen, warten dann einfach mal ab, bis der Laden öffnet. So, perfekt. Gut, McManus Store. Geil, oder? Ich find's gut. So, schauen wir doch mal bei Austin vorbei. Es ist ja ein neuer Tag. Vielleicht hat er noch einen Job für uns. Aber zu suchen mehr Arbeit im Moment ist nichts frei. Ach ja, wie ich es erwartet habe, leider erstmal nichts. Da wird uns in der Vollversion wahrscheinlich mehr erwarten. Was wir jetzt aber erstmal machen können, ist einen kleinen Zeitsprung auf
10 Uhr, da macht der Laden auf, anderthalb Stündchen knapp und ich würde sagen, ja, wir machen mal einen kurzen Cut. So, es ist 10 Uhr, unser Laden hat geöffnet. Ich bin mal sehr gespannt, ob jetzt vielleicht die ersten Besucher auch schon drin sind. Okay, unsere Mitarbeiterin ist eingetroffen, die kommt nämlich automatisch, perfekt. Hier sind auch schon die ersten Besucher und wir schauen mal ganz kurz. Ja, bis jetzt haben wir leider noch nichts verdient, aber das soll der Sache erstmal keinen Abbruch tun. Wir haben natürlich verschiedenste Möglichkeiten, hier in diesem Spiel Geld zu verdienen. Die eine ist natürlich, wir arbeiten selber, das heißt um 11 werden wir unseren Job als Pizzabäcker anfangen. Wir haben die zweite Möglichkeit, unseren eigenen Laden zu eröffnen und unsere eigenen Produkte zu verkaufen. Das haben wir jetzt auch schon gemacht. Und wir haben aber noch die dritte Möglichkeit, und zwar wir können einmal in unsere Assets schauen. Hier ist nämlich unser Apartment und das könnten wir jetzt vermieten. Wir Immobilie zum Mietmarkt hinzugefügt. Das heißt, achso, guck mal, hier haben wir noch unser Fahrzeug übrigens. Genau, das heißt, unsere Immobilie ist jetzt einmal zum Mietmarkt hinzugefügt worden und das wiederum bedeutet, dass wir jetzt einmal warten können und eventuell einen Mieter für unsere Wohnung dann bekommen und ja sozusagen da auch nochmal tägliches Geld einnehmen. Ich glaube, gerade am Anfang ist das eigentlich eine ganz coole Sache. Aber warum haben wir denn noch nichts verkauft? Was ist denn das? Warum haben wir noch nichts verkauft? Es hat noch niemand was gekauft. Und sind wir zu teuer? Von 10 bis 19 Uhr. Vielleicht wird es immer zur vollen Stunde erst. So, guck mal, Stundenlohn 12 Dollar, Tageslohn insgesamt 108 Dollar kostet uns unsere Mitarbeiterin. Das ist natürlich auch eine interessante Sache. Jedes einzelne Handelsgeschäft hat eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern, der vollständige Stundenlohn richtet sich nach dem Wirtschaftsraum, in dem das Geschäft befindet. Okay, das ist natürlich sehr cool. Gut, leider noch nichts verkauft. Naja, dann würde ich sagen, es ist 11 Uhr. Kunden waren bis jetzt 6, keine Verkäufe. Ich glaube, ich mache die Sachen ein bisschen billiger, oder? Ach, wir haben bis jetzt noch nichts verkauft. Ich würde sagen, wir machen die Sachen mal ein bisschen günstiger. So, und gehen einmal hier hinten zu unserem Pizzageschäft und arbeiten da erstmal eine Runde, machen ein paar Pizzas, dass wir wieder ein bisschen Geld auf dem Konto haben. So, City Pizza, moin moin, hier bin ich. So, rein da und dann geht's einmal los. Guti, Leute, ich werde das Ganze aber auch einmal überspringen, weil wir haben das ja auch schon 100 Mal gemacht. Mozzarella. Achso, als wäre spezielle Soße. Mozzarella. So, gut, bis gleich. Ich mache ein paar Pizzen. So, Leute, ich bin bei der letzten Pizza angekommen. Die werden wir auf jeden Fall noch schaffen, glaube ich. Steak. Nein, Speck braucht man. Hamburger braucht man. Grünen Pfeffer braucht man. Pilz braucht man. Zwiebel und wo Steak? Steak. Scheiße. Mist. Federspeck, Hamburger, Steak da oben. Oh, schaffen wir die noch? Die müssen wir doch schaffen, oder? So, 12 Pizzen habe ich bis jetzt geschafft. Das sieht gut aus. Komm, die schaffen wir noch. Die schaffen wir auf jeden Fall noch. 3, 2, 1. Ja! Sehr gut. 13 Pizzas. Leute, 13 Pizzas haben wir geschafft. Haben insgesamt 116 Dollar verdient. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das war eine gute Nummer gewesen. War ein erfolgreicher Tag. So, jetzt schauen wir aber mal zurück zu unserem Shop. Jetzt ist es ja 15 Uhr. Ja, 15 Uhr. Jetzt müssen wir ja mittlerweile ein bisschen was verkauft haben. So, McManus Store. Wir haben 9 Artikel verkauft für 3... Für... Oh, scheiße. Gerade mal für 9 Artikel für 319 Dollar. Aber das ist ja eigentlich ganz gut. Tyler, Nicole, die haben alle gute Bewertungen gemacht. Bis 19 Uhr hat der Laden ja noch offen. Also, alles noch im grünen Bereich. So, dann würde ich sagen, was wir jetzt machen können. Wir haben 185 Dollar. Das reicht natürlich leider nicht für 319 Dollar. Wieso haben wir so viele Kunden, aber so wenig Verkäufe? Ist es zu teuer? 35 ist da aber eigentlich gut. Actionspiele, Advertising-Kampagne haben wir auch gemacht. Wir müssen halt schauen, dass das zumindest ein bisschen lukrativ läuft. So, pass auf, dann hauen wir uns nochmal einmal ganz kurz aufs Ohr. Warten erstmal bis 19 Uhr, machen ein kleines Nickerchen vielleicht. Die Sachen einmal in den Kühlschrank räumen. Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar keine Lust, meine Wohnung zu vermieten, wenn ich ehrlich bin. Ich habe eigentlich gar keine Lust, meine Wohnung zu vermieten. So, warte mal, hier einmal einen Schluck trinken.
Essen brauchen wir eigentlich noch nicht, beziehungsweise, naja, komm, Toilette, Dusche brauchen wir jetzt auch noch nicht. So, dann würde ich sagen, wir pennen mal eine kleine Runde. Bis nee, wir wollen bis 19 Uhr schlafen. 19 Uhr macht der Laden zu, das sollte eigentlich eine gute Nummer sein. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben 30 Artikel insgesamt verkauft, 1000 Dollar Umsatz gemacht, sehr gut. Haben wir alles, wir haben alle Artikel verkauft, das ist ja verrückt. Wir haben alle Artikel verkauft. Super. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Gewinn gemacht. So, dann würde ich sagen, nee, komm, dann schlafen wir mal bis morgen früh. Können wir das schon machen? Bis Freitag 21 Uhr? Oh, bis 21 Uhr können wir noch schlafen? Das ist ja vernichtend. Weil wahrscheinlich unsere Energie voll ist, oder? Energie ist ein Nickerchen machen? Ja, komm, mach mal ein Nickerchen. Wenn nicht, gehen wir schon mal unseren Shop wieder vorbereiten. 23:07 Uhr. Ja, komm, noch ein Nickerchen. Ich glaube, es geht nicht, oder? Nee. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal raus oder... Ja, komm, gehen wir schnell durch. So eine Arbeit in der Pizzeria ist natürlich auch nicht so ganz so einfach, ne? So. Dann einmal noch so ein Riegelchen hier essen. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal auf die Reise und schauen mal. Theoretisch 0 Uhr müssten wir unser Geld auch bekommen. Das heißt, wir könnten dann auch wieder erstmal neue Artikel noch kaufen. Ich glaube, zumindest um 0 Uhr müssen wir das Geld bekommen, wenn der neue Tag anbricht. Oder wir müssen schlafen. Da bin ich mir jetzt auch noch nicht so sicher. Gut, das Problem ist allerdings, dass wir gerade keine Kohle haben. Wir haben kein Geld. Unser Store ist ausverkauft. Wir brauchen die 1000 Dollar. Wir brauchen die 1000 Dollar. Verdammt. 23, 33. Das ist aber eine miese Nummer, oder? Das ist aber eine ganz miese Nummer. Wir können nichts machen. Warte mal, wir können mal in unser Handy schauen, ob wir ein Angebot haben für unser... Moment, Assets. Für unsere Wohnung. Nee, haben wir auch noch kein Angebot bekommen. Okay, warum steht da eigentlich 0 Bett? Weil wir haben ja ein Bett drin. Normalerweise dürfte da doch gar nicht 0 Bett stehen, oder? Eigentlich haben wir ein Bett drin. Ich bin mir nicht sicher. 23:48 Uhr. Komm, wir schauen mal, ob 0 Uhr die Kohle kommt. Wir könnten ja natürlich Folgendes machen. Wir könnten natürlich ins Casino gehen und könnten hier eine Runde dillern. Aber ich sage euch, wie es ist. Das bringt uns auf jeden Fall nur Verluste auf dem Konto. Das bringt uns definitiv nur Verluste auf dem Konto. Ach komm, wir gucken mal rein. Wir gehen mal rein. Moin! Hier können wir Blackjack spielen. Aber das lassen wir lieber. So, jetzt können wir hier ein Bierchen trinken. Komm, für 2,50 werden wir mal ein Bierchen trinken hier. Jetzt müssen wir auch noch auf Toilette, ich fasse es nicht. Oha! Und Meister! Alles gut bei dir? Ich habe ein voll neues Geschäft aufgemacht. Videospiele. Zockst du auch? Hast du neue Serie Fallout schon gesehen? Ja, seitdem ist alles wieder am Fallout zocken. Das ist eine Katastrophe. Fallout 4, Fallout 76, Fallout 4 DLC ist alles am Zocken. Aber Fallout 4 soll, glaube ich, auch ein neues DLC kommen. Ja? Was guckst du so an? Hä? Willst du Stress machen hier in der Bar oder was? Geh mal von meinem Bauer, Junge. Komm, ich kann Kung Fu, mein Freund. Du musst aufpassen. Ich hab gelben Gürtel, ey. So. Scheiße, ich geh erstmal auf Toilette schnell. So, gut. Naja, machen wir mal lieber keinen Stress in der Bar, oder? Okay. Oh mein Gott, unser Geld ist angekommen. Yippie! Jungs, ich muss los. Keine Zeit mehr mit euch zu chillen. Unsere Kohle ist angekommen. Das heißt, wir können aber auch mal auf dem Handy gucken, ob unser Asset vielleicht Angebote hat. Nö, aber nicht. Unsere Kohle ist angekommen. 1100. Das heißt, wir können wieder neue Videospiele kaufen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. 200 hat ein Videospiel gekostet. Also eine 10er-Packung. Das heißt, theoretisch könnten wir jetzt alle 5 Spiele kaufen. Und könnten die einmal in den Markt schaffen. Dann können wir vielleicht früh um 9 schon aufmachen. Oder um 8. Müssen wir mal ganz kurz schauen. Warte mal, was können wir... Ja, 9 Uhr können wir schon aufmachen. Das macht natürlich absolut Sinn. So, dann können wir wieder eine Runde als Pizzabäcker arbeiten. Naja, und so verdienen wir uns halt unsere Euros zusammen. Wenn ich mir aber überlege, was das Haus hier kostet. Ich glaube, das geht bei paar 70.000 los. Beziehungsweise bei 128.000 das nächstgrößere. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich will immer hier rein. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Halleluja, meine Lieben. Halleluja. Also das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Da frage ich mich, wann man sich das kaufen soll. Aber man kann sich ja wahrscheinlich auch Objekte kaufen, um diese dann zu vermieten.
So, dann kaufen wir einmal das, einmal das, einmal das, einmal das, einmal das. So, da haben wir alle Spiele. 5 Kartons, 100 auf dem Konto, 1000 ausgegeben. Upsi. So, fahren wir los jetzt hier. Ist unsere Karre noch kaputt? Oh, unser Wagen ist wieder repariert am nächsten Tag? Echt? Das ist ja wild. Wir hätten hier vorne eigentlich alles eingebeult. Das Auto ist wieder repariert. Okay. Aktuell gibt es auch nur 2 Häuser, die man hier erwerben kann. Aber pff, muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich meine, gut, wenn du dann irgendwann Elektronikartikel in deinem Store hast, die du für 600 einkaufst, wahrscheinlich dann für 800 bis 1000 verkaufst, das kann sich natürlich dann auch schon lohnen. Ne? Das ist natürlich eine feine Sache. So, ich muss einmal wieder hier rein. Das Ganze zu entladen. Das ist auch hier durch so eine Gasse da eiern. So. Alles raus. Ware ist entladen. Perfekto. Und das heißt, der nächste Tag kann kommen. Ich überlege, ob wir nochmal eine Rabattaktion machen. Moment. Action-Spiele 10. Und ob wir nochmal Advertising machen. Shop-Bewertung 99. Also 99 klingt ja auf jeden Fall erstmal sehr, sehr gut. Okay, pass mal auf. Dann mache ich mal Folgendes. Ich werde mal hier ein bisschen weitermachen. Und werde mal noch ein paar Waren verkaufen. Guck mal, wie viel Umsatz wir machen. Bis gleich. So, Leute, ich habe mal einen Tag weitergespielt. Es ist 5 Uhr mittlerweile. Und ich bin wieder zurück zum Lagerhaus gefahren. Wir haben unglaublicherweise 1740 Dollar mit Videogames eingenommen. Ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt erstmal ein paar andere Sachen. Denn wir haben alle 50 Videogames verkauft und haben 1800 aktuell auf dem Konto. Ich würde sagen, wir switchen einmal um zu Haushaltsartikeln. Toaster, Kaffeemaschine, Entsafter und hier so einen schönen Mixer. Kaufen uns mal von jedem 10 Stück und packen die mal in unseren Laden rein. Und ja, starten mal einen neuen Tag und gucken mal, wie viel Geld wir damit machen können. Es ist echt cool, weil ihr seht, wir haben hier wirklich alles verkauft. Wir haben keine Lagerbestände mehr bei uns im Laden. 50 Spiele sind verkauft worden, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und 1740 Dollar haben wir eingenommen. Was sehr, sehr cool ist. Das Coole ist, wir haben eigentlich auch nur 1000 Dollar ausgegeben. Und plus 100 Dollar für unsere Mitarbeiterin quasi. Also 1100 Dollar, ganz grob haben wir ausgegeben. Plus ein bisschen Strom, plus ein bisschen Wasser. Ich muss hier durch. Und da rein. So, plus ein bisschen Strom, ein bisschen Wasser. Und können jetzt quasi schon das nächste, die Haushaltsgeräte hier in unseren Shop packen. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal auf, nicht auf Videospiele, sondern auf Haushaltsgeräte. Öffnen den Laden wieder 9 Uhr. Mal gucken, wie wir den Preis hier hochschrauben können. Gehen wir mal auf 80 Dollar insgesamt. So, 80 Dollar. Da müssten wir ja eigentlich ein bisschen mehr verdienen. Wenn wir danach gehen und ja, ich würde sagen, wir können auch nochmal den Job als Pizzabäcker annehmen. Jobs, Pizzabäcker, da habe ich mittlerweile auch schon Level 10 erreicht. Also beim Pizzabäcker sind wir mittlerweile Level 10 schon und was ich festgestellt habe, ist, wir bekommen dann wahrscheinlich auch mehr Stundenlohn. Ich habe nämlich bei der letzten Arbeit 16 Dollar Stundenlohn bekommen. Als Pizzabäcker und ja, das ist, hat sich dann schon ein bisschen mehr gelohnt, würde ich sagen. Hab wieder so 12 oder 13 Pizzas geschafft und ja, ich würde sagen, wir gehen noch einmal ganz kurz schlafen, um die Zeit ein bisschen rumzukriegen, weil wir müssen 11 Uhr anfangen mit Arbeiten. So, einmal hier rein. Aber ich weiß gar nicht, haben wir mittlerweile Angebote bekommen für unser Apartment? Nee, wir haben noch keine Offers bekommen. Wir gehen noch mal runter. Add to the Rental Markt. Vielleicht in den Reality Markt. Ich tue unsere Wohnung mal in den Reality Markt inserieren. Vielleicht bringt das mehr. So, einmal schlafen. Wir können bis 8 Uhr leider nur schlafen. Ja, komm, dann machen wir das wenigstens. Und vielleicht noch ein Nickerchen. Ich weiß gar nicht. Duschen können wir auf jeden Fall noch gehen. Ich bin sehr gespannt, wenn das Spiel rauskommt am 29. Was uns da hier quasi alles noch Neues erwarten wird. So, komm, dann trinken wir nochmal was. Dann können wir auch nochmal auf Toilette gehen. Können auch was essen. Doch was essen. Und dann sind wir eigentlich für den Tag wieder fit. Also das kriegt man ziemlich gut unter Kontrolle hier. Da muss man echt sagen, so hier noch so ein Riegel rein. Der bringt uns 20. Zap, zap, ab. Können wir noch ein Nickerchen machen? Nickerchen ist doch gut. Nickerchen sind, glaube ich, auch immer 2 Stündchen. So, 10 Uhr. Unser Laden hat seit einer Stunde geöffnet.
Wir haben bis jetzt 10 Kunden gehabt, aber noch nichts verkauft. Mal schauen, hoffentlich sind wir nicht zu teuer. Hoffentlich sind wir nicht zu teuer. Wir haben die Produkte eingekauft für 40, glaube ich. Ja, für 40 haben wir die Produkte eingekauft. Warte mal. Dann haben sie inseriert für 80. Dann gehen wir mal runter auf 75. Komm. 75, vielleicht Toaster wieder mit 10% Rabatt. Und auf 80 hoch. 10% geht mal 8 Dollar Rabatt. Ist dann ein bisschen günstiger. Bekommen wir 72 pro verkauften Toaster. Sollte eigentlich auch noch klappen. So, wie spät haben wir es? 10.25 Uhr. Das heißt, wir können eigentlich wieder in die Pizzeria gehen und können dort wieder ein bisschen arbeiten. Sollte eigentlich schon funktionieren. Und dann schauen wir mal, wenn wir hier den Tag rumgekriegt haben, wie viel Geld wir am Ende verdient haben. Moin! So, was haben wir für eine Pizza? Guck mal, 2100 XP haben wir mittlerweile schon. Und wir haben auch wieder neue Pizzas freigeschaltet. Da könnt ihr ja mal ganz gerne Mozzarella. Achso, nee, warte mal, Mozzarella. Erstmal spezielle Soße. Mozzarella, schwarze Oliven, grünen Pfeffer, Pilze, Zwiebel und Tomate. So, dann haben wir die schon mal fertig. Ja, mittlerweile bekommen wir auch einige Bestellungen mit Barbecue-Soße und mit Cheddar-Käse. Das heißt, ja, Pizza vorbereiten klappt nicht mehr ganz so gut, indem wir hier die Soßen drauf packen und den Käse. 44 XP haben wir gekriegt, eine Klassik, die ist auf jeden Fall mit spezieller Soße und Mozzarella, sowie Peperonis, Pilze und grünen Pfeffer. So, da haben wir die auch schon mal fertig. Insgesamt 2, 4, 6, 7, 14 Pizzen gibt es hier insgesamt, die wir sozusagen erstellen müssen. Mal gucken, ob sich das noch ein bisschen verändert, wenn wir noch ein Level aufsteigen. So, Klassik haben wir auch geschafft. Was haben wir hier? Tropical Chicken, genau. Das ist eine neue mit Barbecue-Soße, Mozzarella, Hühnchen. Haben wir hier Ananas, haben wir hier grüner Pfeffer und roter Pfeffer. So, haben wir die auch fertig. Dann einmal hier rein. Zap, zap. So, ah ne, Level 9 sind wir. Kurz vor Level 10. So, jetzt aber. Oh, immer noch nicht Level 10. Eine müssen wir noch machen. Southwest Veggie, spezielle Soße, Mozzarella, Oliven, roter Pfeffer, Pilze, oh Gott, kommen da viele Zutaten drauf, Zwiebel, Tomate, Jalapenos und Feta. So, okay, her mit ihr. Rein damit in den Ofen, einmal neuen Teig schon mal ausbreiten und dann geht das hier los. Sehr gut. So, komm. Jetzt bin ich ja mal sehr gespannt. Ich bin mal gespannt, wie viele Sachen wir dann am Ende verkauft haben. So, wir sind wieder Level Up. Nee, wir sind kein Level Up. Wir haben das Max-Level erreicht. Bacon. Spezielle Soße. Bacon Cheeseburger. Einmal mit Cheddar zusammen. Pilze. Speck und Hamburger. So, gut. Ich mache dann mal schnell meine Schicht hier fertig. Wir sehen uns gleich wieder. Dann bin ich sehr gespannt, wie viele Sachen wir verkauft haben. So, Leute, das könnte Rekord werden. Ich habe bis jetzt schon 15 Pizza. Das ist schon die 16. Pizza. Also so viel haben wir noch nie gemacht. 16 Pizzen sind schon raus insgesamt. Mal gucken, ob wir noch 1, 2 schaffen. So, Deluxe Steak. Spezielle Soße. Mozzarella. Wo war das Steak? Scheiße. Wo war das Steak? Da oben ist das Steak. Pilze. Zwiebel. Grüner Pfeffer. Speck und Hamburger. Schreibt übrigens gerne mal in die Kommentare, was eure Lieblingspizza ist, Leute. Ich glaube, wir könnten noch eine, könnten wir vielleicht noch schaffen. 17. Pizza. Komm schon. Eine will ich noch. Eine will ich noch. Los, 17 Pizzen sind raus. Wir haben jetzt eine Cheese. Die ist einfach. Die kriegt man hin. Yes. Perfekt, das passt. So. Sollte es gewesen sein. Ja, das war es definitiv. So, 4 Sekunden noch. Zap, zap, und 18 Pizzen über die Ladentheke gegangen. 18 Pizzen. Also das ist wirklich gut. Eine Barbecue Cheese wäre jetzt als nächstes gekommen. So, guck mal, wir haben 17 Dollar jetzt verdient. Also insgesamt, das letzte Mal hatte ich nur 16 Dollar die Stunde. 182 Dollar insgesamt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das lohnt sich definitiv. Fast 200 Dollar hier gemacht. Und jetzt bin ich aber auch mal sehr gespannt, was unser Shop mittlerweile abgeworfen hat. Ob wir schon ein paar Sachen verkauft haben. Das könnte nämlich spannend werden. So.
Schauen wir doch mal rein. Wir haben bis jetzt 1395 Umsatz. Wir haben von 40 Produkten bis jetzt 19 verkauft. 40 Produkte hatten wir insgesamt. Wir haben noch 9 Kaffeemaschinen, 4 Entsafter und 8 Mixer. 56 Kunden waren bis jetzt da. Ja, das sieht auch eigentlich ganz gut aus. Ich würde sagen, das sieht eigentlich ganz gut aus. Vor allen Dingen, wir haben erst 15 Uhr bis 18 Uhr hat der Shop offen. Das heißt, ein bisschen können wir eigentlich noch, ein bisschen Geld können wir noch verdienen. Und wir haben immer noch ein paar Sachen hinter der Theke stehen, beziehungsweise in den Regalen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal kurz pennen, gehen uns mal schnell ausruhen. Natürlich, bevor wir schlafen gehen, einmal schnell duschen. Wir stinken natürlich hier nach Pizza, frisch aus der Pizzeria. Das ist natürlich nicht so toll. So, dann gehen wir einmal schlafen. Bis 17 Uhr. Ah, wir können nur bis 17 Uhr schlafen. Leider. So, wie sieht's aus? 1695, 23 Produkte verkauft. Wir haben immer noch 17 Produkte im Shop. 1695. 18, bis 18 Uhr ist offen. Komm, dann machen wir nochmal eine kleine Rabattaktion jetzt hier zum Schluss. Wir nehmen die Kaffeemaschinen mal auf 70 Dollar runter. Vielleicht können wir noch ein Nickerchen machen. Nein, können wir nicht. Schade, Limonade. Aber ich glaube, das sollte dann doch ganz gut passen. So, noch einen Schluck Wasser trinken. Und dann gucken wir mal, wenn der Laden zumacht, wie viel Geld wir insgesamt eingenommen haben. Lohnt sich wahrscheinlich dann doch auch ein bisschen die hochwertigeren Sachen zu verkaufen. Videospiele ging zwar gut über den Tisch, da haben wir zwar alle verkauft, aber wir brauchen natürlich mehr Produkte, um genauso viel Geld zu verdienen. Und ja, wenn unser Shop hier laufen soll, dann denke ich, können wir da, oder sollte das Ziel sein, am Ende auf die Elektronikartikel zu kommen. Wir sind auf jeden Fall noch 2 Kunden, aktuell 23 Sachen bis jetzt immer noch verkauft, müssen wir mal schauen. Toaster sind reduziert, dann machen wir mal auf Kaffeemaschine nochmal 10%, nehmen die mal auf 80 hoch. 99 haben wir immer noch Shop-Bewertung, das ist tippitoppi und dann gucken wir mal, ja, 20 Minuten noch. Und dann war es das hier. Mann, Mann, Mann. Haben wir unser erstes Geld verdient hier im Laden. Da freue ich mich sehr drauf. Da freue ich mich wirklich sehr. 1695. Schade, Limonade. Na gut. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal Feierabend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Ich weiß nicht, ob ich vor Release jetzt nochmal was mache. Müssen wir mal schauen. Aber zum Release denke ich auf jeden Fall. Bis dahin, euch einen schönen Tag noch. Ciao, ciao.